Sorry für den kleinen Cut. Mein Kommentaraufnahmeprogramm hat meinen Kommentar aus dem letzten Level, also zumindest jetzt aus den ersten paar Minuten, nicht aufgenommen. Ja, und deshalb habt ihr mal ein bisschen was Unkommentiertes gesehen. Aber egal, jetzt bin ich wieder extra für euch da. Also, das, was ich gesagt habe, dieses Castle war endnice. Ich glaube, der hat den ganzen Part nicht aufgenommen. Also muss ich auch noch was zu den Starcoins sagen. Ja, also ihr habt es ja gesehen, die kriegt man irgendwie nicht. Keine Ahnung, wieso. Egal. Und dieses Castle, ja, das war richtig nice und gut, dieses Starcoin, da wo wir in die Röhre, aus dieser Röhre, wo die aus der Lava hingeholt haben, mit dem Eichelpilz war sehr einfach, aber ohne ist es die vielleicht ein bisschen tricky. Aber egal, jetzt kämpfen wir gegen Larry in seinem Schiff und das fand ich richtig geil, wie man hier reingekommen ist, aber
Also der Gegner der Festung war eine Flasche. Und also so wie ich den getroffen habe und beinahe ihn wieder getroffen habe, ist er auch eine Flasche, ja. Also die Endbosse, da bin ich ganz ehrlich, die... Das, was ich bisher sehe, ist richtig schwer sind sie nicht. Da waren sie... Da gab es schon schwierigere Endbosse. Bin ich ganz ehrlich der Meinung. Also die Endbosse... nee, das ist noch nicht so das Wahre. Aber egal, wir haben... Lemmy besiegt, und das sieht mal lustig aus, diese Animation. Und können uns nun aufmachen zu Welt 2. Und direkt der direkte Übergang. Schön die weiße Fahne. Was diese Piranha da eigentlich soll, weiß ich nicht. Und jetzt sehe ich, das ist bestimmt vielleicht ein Secret. Na egal, gucke ich später nach. Jetzt gehen wir erstmal in die Wüste. Die Sandkuchenwüste. Ach, da ist er schon wieder. Aha. Und es ist auch echt nice, dass sich die Musik auch direkt ändert. Ja, wer da auf uns wartet, weiß wahrscheinlich schon jeder. Es wird Morton sein. Aber jetzt werden wir erstmal das erste Level der Sandkuchenwüste anschauen. Tal der Gesichtsfelsen. Ah ja. Interessant. Da ist doch bestimmt schon was da oben. Das sehe ich doch schon. Kann ja schön über die Palmen hoch. Ein Eichelpilz, haha. Tja, was ich alles entdecke, nicht wahr? Oh, wie lame war das denn jetzt? Ich hoffe, da ist noch einer. Nee, nur eine Feuerblume, okay. Ja, den habe ich mir jetzt ein bisschen leichtfertig verschenkt, diesen... diesen Pilz, diesen Fliegenpilz. Und das war irgendwie lustig, wie ich da gerade angekommen bin. Okay, komme ich da jetzt noch daran? Das ist jetzt ein bisschen blöd irgendwie. Die leben ja sogar die Gesichter noch. Ja, toll. An denen werde ich jetzt wohl auch nicht mehr rankommen. Also was das angeht, muss man bei einigen doch sehr schnell sein. Bei einigen Dingen. Und das... finde ich bisher auch noch nicht so toll. Ich probiere jetzt nochmal so ein Rückwärtssalto. Ja, zu spät angesetzt. Nee, das wird auch nichts mehr. Außer wenn wir jetzt noch einen Fliegenpilz hier bekommen. Oder... Aber hier gibt es wahrscheinlich nur Feuerblumen. Aber ich habe die ganze Zeit überlegen, dass diese mir auch... Ah, oh, natürlich nicht. Natürlich erwische ich ihn nicht mehr. Okay, und man sollte... Oh Gott, wie lame war das denn? Jetzt geht's mit dem Failen los. Aber dann habe ich wenigstens nochmal die Chance, mir dieses Secret, was da oben war, zu holen. Und ich hole mir mal den Pilz, damit da oben direkt der Fliegenpilz kommt. Na, hätte ich nicht gebraucht. Stimmt, hier wäre auch eine gewesen. Das war jetzt lame, aber egal. Egal, egal. Kann man nichts machen. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu dem für die... für den 3DS ist dieses Mario Bros. Schon viel, viel besser. Ich habe zwar noch nicht gespielt, das werde ich nachholen. Oh Gott. Jetzt wird's aber peinlich. Habe ich jetzt extra gemacht. Ja, wie gesagt, New Super Mario Bros. 2 habe ich noch nicht gespielt. Das werde ich dann demnächst auch mal machen. Let's Playen kann ich es ja leider nicht, weil ich nicht die Möglichkeit habe, 3DS aufzunehmen. Gut, ich könnte es vielleicht abfilmen, aber das sähe dann scheiße aus und eine andere Möglichkeit habe ich sonst nicht. Deshalb könnte ich das leider nicht aufnehmen. Aber es gibt ja bestimmt einen Haufen anderer Let's Player, die das schon gemacht haben. So, und jetzt habe ich das erreicht. Und es gibt nur Münzen. Oh, toll. Ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das natürlich sein gelassen. Aber ich hätte wahrscheinlich auch darauf achten sollen, was für eine Starcoin das war. Die hier nämlich. Das ist die erste. Hätte ich darauf geachtet, hätte ich das für den ganzen Mist hier nicht mehr machen müssen. Aber egal. So. Und du gibst mir nochmal schön den hier, wo ich ihn nicht mehr brauche. So, du gibst mir schön die Münzen. Ich weiß zwar nicht, ob hier unten was ist. Ich könnte es ausprobieren, aber ich lasse es mal lieber. Das
deswegen gehe ich hier weiter. Da brauche ich einen Cooper-Panzer. Und da oben ist auch einer. Nur ich hoffe, da komme ich oben. Ja, da müsste ich eigentlich oben hochkommen, oder? Ja, mit Hilfe des Fliegenpilzes ist das kein Problem. Eichelpilz. Den Namen werde ich mir auch nie merken. Nur du musst richtig gut landen, Mario. Und das tust du auch. So will ich es sehen. So, aber es war natürlich nur ein One-Up. Was wird es auch sonst sein können? Und da ist auch was, das sehe ich schon. Kann die ja runterstampfen. Okay, da war nix. Nee, auch nicht. Ich finde aber irgendwie, dieses Level hat irgendwie was. Das ist irgendwie lustig. Ja, und diese Sandfontänen. Kennt man ja auch schon aus New Super Mario Bros. Für die Wii. Und das war gerade ein bisschen gefährlich, was ich da gemacht habe. Oh, da ist eine Röhre. Ja, die hätte ich beinahe übersehen. Aber wie soll man da hinkommen, bitte? Oh. Ja, toll. Und da nehme ich mir den Fliegenpilz weg. Na, das ist ja jetzt richtig klasse. Ich hoffe, den finde ich irgendwo noch wieder. Finde ich auch nett, dass der direkt überschreibt. Und das habe ich extra gemacht. Oh, das finde ich ja nett, dass die Feuerblume den Fliegenpilz überschreibt. Und ich habe wohl keine andere Wahl mehr, den zu kriegen, wie es ausschaut. Naja, super. Ja, die Halbzeit haben wir schon. Naja, dann bringe ich mich mal eben um. Das ist der einfachste Weg. Ja, also bisher, was die Starcoins anbelangt, ja, ein bisschen blöd, aber ja, kann man halt nichts machen. Kann man halt nun mal nichts machen. Wie komme ich denn hier nochmal hin? Ah, da oben, du, bleib mal stehen. Ja, komm noch ein Stückchen runter. Ah, noch ein Stück. Ja, oder so. Nicht runter. Das kann doch nicht wahr sein. Da hätte ich ihn fast gehabt. Ein bisschen, finde ich, ist es auch sehr auf diesen Fliegenpilz bisher ausgelegt. Gut, natürlich könnte ich das Level jetzt erstmal normal abschließen und hoffen, dass in dem Haus da ein Fliegenpilz ist, aber Eichelpilz. So, jetzt habe ich dich, mein Freund. So, und dann kommen wir auch schön in die Röhre rein. Nicht mit mir, meine Freunde. Hahaha. Oh, ja, ja. Das sieht mir nicht allzu schwer aus. Man sollte halt nur im richtigen Moment da halt sein. Aber das müsste eigentlich auch mit dem Eichelpilz ganz einfach sein. Man kann sich an die Wände festhalten. Ja, kein Ding. Die Starcoin war ein Witz. Und da war ich jetzt nicht sicher, ob diese Sandfontäne kommt oder nicht. Deshalb lasse ich's. Ja, und den brauche ich auch nicht anzutippen. Die Starcoin ist fies. Die ist fies, sehe ich. Die ist fies. Und am besten würde ich mir die Hilfe eines Cooper-Panzers nehmen, aber es wird ein bisschen schwer. Aber ich glaube, es ist darauf ausgelegt, dass man mit dem Fliegenpilz das machen muss, oder? Ja, nee, also ich wüsste jetzt nicht sonst, wie man an die kommen soll. Ich weiß schon, wie ich es mache. Jetzt, nein. Oder ich lasse mich fallen, genau. Ich lasse mich fallen. Und hochfliegen. Gut. Ich weiß nicht, ob es der einfachste Weg ist. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Die Münzen, die da oben sind, sind mir egal. Ich will jetzt nur noch aus dem Level hier raus. Oh, ich dachte, die sinken zu Boden und ich wäre dann raus. Aber hat doch nochmal alles richtig geklappt. Gut. Sehr schön. Ja, auch wieder mal ein sehr kreatives Level. Oh, und wir haben bei 177 das Level beendet. Also bei X77. Das heißt, es bekommt was. Oh, hey. Ein Toad. 1000 Dank für deine Hilfe. Hier, greif zu. Ja, nett. Cool. Also für den DS war es ja so, und ich glaube auch in der Wii auch, dass wenn man das bei einer bestimmten Schnapszahl das Level abschließt, beispielsweise 11, 12, 11, 22, 33 und so weiter, erscheint ein Pilzhaus. Oh, auch wieder eine neue Sache. Aber das werde ich wohl wahrscheinlich nicht nutzen, weil das ist sowas, wie es auch in Wii gab.
so ein Cloud, so jemand, der das geklaut hat. Oh nein, wie schrecklich, so ein Typ hat mein Zeugs gemobst und ist einfach damit abgehauen. Mare, du musst mir helfen. Okay. Ja, ich schätze wohl mal, ich habe keine andere Wahl. Ich will das natürlich schon haben. Das erste Level, ja, okay. Ja, komm, ihr wollt das bestimmt auch sehen, wie das da abgeht. Ich denke mal, das wird nicht allzu überragend sein, aber komm. Dann holen wir uns das eben mal. Oh, was hätte ich vergessen, wenn du es mal echt eilig hast, spring einfach in eine der Röhren. Ach, kommt man dann über die Röhre schneller wieder hin? Ja, dann machen wir das doch einfach. Können wir zwar ein paar, das sind zwar nur ein paar Sekunden, die wir da einsparen, aber ja, Eichenhain. Ja, finde ich nett, finde ich gut. Ist eine gute Idee, dass man sich auch noch dann in andere Welten dann schießen kann direkt. Gut, dann holen wir uns mal eben schnell die Items von diesem Trottel. Fang Mopsi. Mopsi. Und wir haben da nur 100 Sekunden Zeit. Okay, dann wird es Zeit, dann müssen wir uns beeilen hier. Ja, ich sollte wohl nicht fliegen. Weil fliegen wird, dann dauert das zu lange und das war mir jetzt auch egal. Bin ich nicht in die Verlockung da zu fliegen? Haha, ich nehme die ab. Oh, scheiße. Ja, das war natürlich nix. Ich hoffe, der rennt nicht weiter, der wartet auf mich. Das war jetzt auf jeden Fall mal Epic Fail. Ja, der wartet auf mich, okay. Egal, habe ich extra gemacht. Hab dich. Ich habe gar nichts mehr gesehen gerade, aber egal. So, mein Zeug, tausend Dank. Hier nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich bin mir sicher, dass es dir helfen wird, wenn du mal in Schwierigkeiten steckst. Okay, was ist das? Ein Eichelpilz mit einem P drauf. Bitte sag nicht, dass es sowas wie, ja doch, ich weiß, glaube ich, was das ist. Dieses Item werden wir wohl nicht verwenden, weil es sehr viel Schwierigkeit nehmen wird. In Super Mario Bros., New Super Mario Bros. 2 und in... Nein, das wollte ich jetzt nicht, ja. In New Super Mario Bros. 2 und in 3D Land, Mario 3D Land, gab es einen goldenen Tanuki. Ja, das kennen wir ja schon, das Rätsel. Und hier ist es, wie heißt, hier ist es dann der goldene Eichelpilz wahrscheinlich. Also mit dem ist man unverwundbar und kann fliegen wie mit dem Eichelpilz auch. Und ich kann euch schon sagen, wenn ihr es nicht wisst, was aber ein bisschen peinlich wäre, da und da sind die Items. Da, wo sie auch im Ursprung waren. Ja, das war ja nicht allzu schwierig. Mal sehen, ob sie mich noch ein bisschen mehr fordern mit diesen Rätseln. Jo, jetzt haben wir mal ein paar Items im Repertoire. Ich weiß zwar gar nicht, wie wir die Sterne benutzen können, aber mal sehen. Zwei Level haben wir zur Auswahl. Und ich will mal den Pilz. Mal eine gute Sache, einen Pilz dabei zu haben. Party in der Porky-Höhle. Okay, die Pockys kommen. Wahrscheinlich gibt es dann auch, werden wir dann Yoshi wahrscheinlich sehen. Schätze ich mal. Okay, was diese Röhre soll, keine Ahnung. Und ich werde auch gleich mal in einem Level, das sehe ich nämlich gerade auf dem Gamepad, da steht die ganze Zeit was von Boost Mode. Ich weiß ja nicht, ob man da draufklicken kann oder nicht. Wahrscheinlich wisst ihr das schon, wenn ihr die Wii schon habt, gespielt habt. Aber warum das Level Party in der Porky-Hütte Höhle heißt, es ist keine Hütte, das ist eine Höhle. Habe ich zwar noch keine Ahnung, aber wir werden es wahrscheinlich gleich irgendwann mal sehen. Ja, gut. Und jetzt brauche ich auch schon diese Blume. So. Ja, das war natürlich lame. Oh, die Pockys können jetzt auch an der Decke langlaufen. Das gab es, glaube ich, auch noch nicht, soweit ich mich erinnern kann. Okay, nichts. Das ist aber die erste Star Coin. Oh, ja, die ist auch nicht ganz so einfach zu kriegen. Aber jetzt, weil gerade der Block so günstig stand, habe ich die gekriegt. Und ich sehe auch, wenn man hier runterfällt, ist man schnell wieder runter auf den Boden der Tatsache. Ne, doch nicht. War nur das Design. Na, dann ist ja alles in bester Ordnung. Aber gefällt mir hier.
Ha, wo habe ich das gesehen? Wo habe ich das nur gesehen? Direkt die zweite Coin abgegriffen. Irgendwie finde ich... Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich einen Blick für die Star Coins. Keine Ahnung wieso. Oh, hier ist es dunkel. Hier ist es dunkel. Darkness. Dann diese Fledermaus-Gegner, die irgendwie einen ganz komischen Namen haben. Früher habe ich sie als Flapflaps bezeichnet. Keine Ahnung, wie sie hier heißen. Und das ist nicht... Das ist auch eine nette Idee hier. Man sieht nur, wo die Pockys sind. Und jetzt habe ich ja halt eben, dass ich keinen... Okay, wie soll man an diese Röhre kommen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Mal sehen, wo uns diese Röhre hätte hingebracht. Aha. Es sieht mir nach ein bisschen Röhrenrätsel aus. Und da sehe ich auch die Starcoin. Und jetzt komme ich hier nicht mehr zurück, oder was? Das fände ich ja ganz toll. Wenn ich jetzt nicht mehr zurückkomme. Ja, super. Ja, dann werde ich mal sagen, werde ich dieses Level nochmal bestreiten dürfen. Ja, ist doch super. Und ich würde sagen, das wird dann das letzte Level für diesen Part sein. Ja. Gut. Ja, ich mache das jetzt nochmal, weil das waren da doch ein paar Wege, die man hier zeigen kann. Und deswegen werde ich direkt weitermachen. Ja. Party in der Pocky-Hütte. Den Namen finde ich immer noch irgendwie geil. Also ich könnte ja auch richtig abfeiern jetzt dank der Wii U. Mich ärgert es nur, dass ich noch nicht in HD aufnehmen kann. Naja. Hat halt alles eine Frage der Kostensache zu tun. Und jetzt merke ich schon wieder, dass es laggt. Naja, jetzt scheint es wohl zu gehen. Der Mondblock da oben. Ja, hier seht ihr keinen. Aber ich sehe, dass da ein Mondblock ist. Der interessiert mich nicht. So, und ich werde hüten, jetzt meine Feuerblume direkt zu schnell zu verlieren, weil es ist ja nicht gut. Nicht so gut. Und geht dann auch mal unten lang. Vorhin sind wir oben lang gegangen. Ich hoffe mal, dass der untere Weg dann ein bisschen schwieriger ist. Aber das Level gefällt mir, finde ich. Doch, es sieht nice aus. Ja, und das war auch wieder lame. Bestimmt ist da in der Röhre was. Aber hier war ich ja auch noch nicht. Gibt es hier vielleicht ein Feuerblume oder so? Oh, ein Yoshi. Ja, das ist ja noch besser. Okay, da ist nichts. Gut. Nee. Also da, wo ich jetzt gerade getippt habe, hier seht ihr das. Da steht Boost Mode, aber kann ich nicht aktivieren. Keine Ahnung wieso. Was soll's. Jetzt bin ich schon wieder in die Röhre reingegangen. Ich wollte eigentlich da oben rein. Aber wahrscheinlich kann ich jetzt mit Hilfe von Yoshi da oben rein. In die Röhre. Aber jetzt darf ich mich natürlich nicht von diesen Flapflaps beirren lassen. Und die heißen ja nicht Flapflaps. Die haben einen anderen Namen. Da oben habe ich zum Beispiel schon was gesehen. Habe ich Münzen gesehen. Okay, ich muss mal kurz von Yoshi abspringen. Ja, das hat ja natürlich nichts genützt. Nur Münzen? Ja, nur Münzen. Okay, nur Münzen. Sah verdächtig aus, meiner Meinung nach. Ja, gut, dass ich nochmal gebremst habe. Sonst wäre ich ungenährt in den Gegner reingekommen und hätte diese Röhre übersehen. Aber wie man da drankommen soll... Ah, ja. Ohne wäre das auch natürlich ein bisschen komisch. Wo führt mich denn diese Röhre hin? Ah, ja, okay. Wir sind dann hier, wo die Starcoin ist. Ich weiß dann ungefähr, wo das ist. Aber wie kommen wir da dran? Ah, mit Hilfe von Yoshi, okay. Ich sehe es schon. Ah, ja, das war natürlich nichts. Boah, jetzt über die Schattensilhouette. Ja, wir müssen über den Sand wieder zurück. Das ist auch nicht ganz so einfach. Finde ich aber gut. Ich finde bisher die Level haben, was Schwierigkeitsgrad anbetrifft, doch ein gutes Maß. So, und jetzt bitte... Na, so natürlich nicht.
Jetzt muss ich nur gucken, dass ich den Yoshi nicht verliere, weil sonst kommen wir da definitiv nicht mehr dran. Und bei mir hat es schon wieder geleckt. Bin ich froh, wenn ich die HD-Aufnahme, die HD-Aufnahmefähigkeit habe. Jawohl, da ist die Starcoin Nummer 3. Gut. Ja, und das war wieder mal lame. Ich will meinen Yoshi noch behalten, zumindest das Ende des Levels. Wobei, das Level ist nicht mehr gut. So, da kann ich mich ja schon mal verabschieden, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Also, ich muss sagen, also New Super Mario Bros. U finde ich bisher richtig nice. Das, was ich alles hier gesehen habe, macht richtig Lust auf mehr. Gut, dann hoffe ich mal, der Part hat euch mal wieder gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, würde ich sagen. Bis dann und tschüss.